Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich habe mich dazu entschlossen, dass wir einfach jetzt schon mal das nächste Krankenhaus starten. Wir werden definitiv das andere Krankenhaus noch auf 3 Sterne machen, aber wir werden jetzt erstmal das nächste Krankenhaus starten, denn wir werden jetzt hier die Forschung durchpumpen, so dass wir dann für das 2-Sterne-Krankenhaus bessere Geräte zur Verfügung haben. Und dann mal gucken, ob wir dann vielleicht das zweite Krankenhaus, oder das letzte Krankenhaus, nicht das zweite, sondern das letzte, einfach komplett neu starten. Oder uns was irgendwie einfallen lassen. So. Was jetzt erstmal wichtig ist, wir müssen uns diesmal um eine größere Aufnahme kümmern. Und ich würde sogar schon fast sagen, dass wir... Ist es zu groß? Oh, eigentlich nicht, ne? Nur mal ganz kurz gucken, warte mal, hier mal. 1. Warte mal. Hier haben wir 1. Kann sich das nochmal so drehen? Müsste aber auch 1 sein, ne? Logischerweise. Ist doch auch 1, ne, auf der Seite hier. Ja. Ich lasse es jetzt einfach so. Okay, okay, was wir direkt hier machen werden... Hä? Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das hier? So, jetzt habe ich die Aufnahmen... Jetzt geht... Ah, okay, jetzt geht das hier, okay. Das ist hier weiter weg. 1. Warte mal. Das wäre bündig jetzt mit der Kante, ne? 1, 2, 3 und dann so ein halber Block. Ey, Alter! Wieso? Ist mir da jetzt sowas von egal. So. Okay. Ist natürlich doof, weil hier die Lücke ein bisschen kleiner ist, aber ist egal. Oder warte mal, wir können es natürlich auch anders machen. So. So. Und hier mal wieder ein bisschen Platz schaffen. So. Ich glaube, die Aufnahme ist ein bisschen zu groß, oder? So leicht. Ich glaube, wir können ruhig hier... Ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt die Aufnahmen wieder übelst klein mache, oder soll man das jetzt einfach so lassen in der Größe? Ich weiß nicht, das sieht mir irgendwie ein bisschen zu groß aus. Ist das zu groß? Sollte ich vielleicht hier hinten, wie viel kriegen wir hier noch hin? 1, 2, 3. Startseite 1, 2. Na, 2 würden wir hinbekommen. Sollten wir die Reihe hier wegmachen? Also eins ein bisschen nach hinten verschieben. Also sagen so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich das jetzt in der Größe mache. Obwohl wir halt hier die PCs noch hinstellen können, ne? Hier haben wir auch noch Platz. Egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Ja, hier könnte ein Radio hin. Kettoblaser, ne. Ein Drucker. Kommt mal hier mit hin. Mini-Aktenschrank. Wärme. Wärme ist ganz wichtig. Passt das hier rein? Nee, ne? Aber die Dinger passen rein. So. So. Mülleimer, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass die hier gar keinen Müll machen. Aber wir werden trotzdem mal hier Mülleimer mit hinmachen. Kaffeemaschine. Die könnte man hier definitiv auch noch mit verbauen. Die werden wir einfach hier... Ja, so. Machen wir hier mit hin.
Jetzt kommt die große Frage, ob ich wieder so viele Dings haben will, so viele Pflanzen. Was gibt's denn hier noch so für schöne Pflanzen? Eisskulptur finde ich doof. Senkt die Temperaturen hier wesentlich, muss nicht unbedingt sein. Klimaanlage senkt halt auch die Temperatur. Spendendose? Oh ja. Da können wir auch ruhig mal hier, ne? Ich frage mich echt, ob das was bringt. Aber mal gucken. So. Komm, machen wir hier einen Ghetto-Blaster hin, so. Ich glaube, die Blumen müssen hier nicht gegossen. Also ich hoffe es zumindest nicht. Sollen wir hier so? Ich finde die zwei Pflanzentypen jetzt gerade momentan immer noch so mega scheiße. Ich würde ja gerne hier andere Pflanzen, aber wir haben gerade die Punkte nicht. Ja, halt nur die zwei jetzt erstmal gerade. So, ich würde sagen, wir lassen das jetzt als Aufnahme. Das ist ja erstmal okay, ne? Wir haben vier PCs hier. Was wir jetzt gleich machen, ist ein Assistent. Verbessert die Aufnahme und Verkaufskompetenz. Ja, kommen wir hier rein. Das Personal, ja. Am Anfang reicht da erst. Ich sag mal, am Anfang reicht da erstmal einer. So. Arztpraxis. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Also entweder wir machen jetzt hier so eine Arztpraxis hin. Wo ich glaube, warte mal. Ist halt scheiße, weil hier ist dann jetzt nur ein Einserweg, ne? Weil wenn ich die kopiere auf die andere Seite, die Art, also wenn ich die jetzt hier machen würde, ist halt nur ein Einserweg erst einmal. Ist aber glaube ich gar nicht so schlimm. Ist okay. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas Schönes Neues holen können. Erhöht die Zufriedenheit und löscht den Durst. Das ist gar nicht mal so schlecht. Deko-Objekt. Anschlagbrett, ja. Ich glaube, wir sparen eher, ne? Ich glaube, sparen ist gar nicht mal so schlecht. Da freut sich auch der Jens Spahn. So, gut, dann werden wir jetzt hier eine Tür hinmachen. Und natürlich so rum. Kann ich mal hier ganz kurz das Fenster nehmen? Ich will das Fenster haben. Kann ich scheinbar nicht nehmen. Also das sind die Fenster hier, ne? Finde ich aber total bescheuert, wenn man jetzt ein Fenster nach innen. Ich habe gerade irgendwie... Glaubt ihr, wenn man die Fenster nach innen so, wenn man so Fenster nach innen baut, dass die Ärzte dann weniger Pause machen, weil die Angst haben, erwischt zu werden? Ach komm, wir machen jetzt einfach hier ein Fenster hin. Egal, also ich glaube zwar nie, aber naja. So, was verbessert das nochmal? Diagnosevermögen und Behandlungskompetenz. Okay. Würde ich sogar fast schon sagen, die machen wir jetzt hier in die Schränke. So. Okay. Dann
Kaffeemaschine, die darf natürlich auch nicht fehlen im Arztzimmer. Bin ich am überlegen, eine Heizung natürlich. Unser Heizkörper, müssen wir mal gucken, wo wir den hinmachen. Sollen wir den hier mit hinmachen direkt so? Müsste ja für das ganze Zimmer eigentlich reichen. Ja, Feuerlöscher, ganz wichtig. Können wir den irgendwo hier verbauen? Also verstecken irgendwie? Komm, den bauen wir da hin. Sieht natürlich scheiße aus, warte mal, der würde hier glaube ich auch nicht reinpassen, ne? Oder ich mach die zwei, warte mal, mach das mal hier anders. Die verkaufen wir nochmal hier, so. Nee! So. Machen wir hier noch ein... Ja, obwohl, warte mal. Jetzt hier das hier hinmachen und hier einen weißen Schrank so. Verstecken wir hier wieder die Poster, würde ich sagen. Weiterbildungstempo. Ah, nee. Oh, Mutti. Oh, scheiße. Egal. So. Egal. Sehen wir ja von der Seite eh nicht. Schönes Berggemälde. Könnte man eigentlich hier mit hinmachen. So. So. Was jeder weiß, dass es ein guter Arzt ist, ne? Eine Uhr. Ganz wichtig. Mal hier könnte man hier noch einen Stuhl hinstellen. Warum stellen wir da noch einen Stuhl hin? Bisschen weihnachtlich hier. So. Ich bin gerade am überlegen, ob wir... Ach komm, machen wir hier das Gerät hin. Feuerlöscher haben wir ja, genau. Eine Waage könnte man eigentlich noch, ne? Nee, hier mitten im Raum habe ich... Nee, sieht doof aus. Na gut, man könnte die Waage hier mit hinmachen. So. Ist halt die Frage, ob das gut... Warte mal. Die müsste ich dann hier hinstellen. Obwohl, das geht eigentlich, oder? Komm. Und ein Mülleimer. Der nirgendwo mal hinpasst. Weil das Zimmer komplett vollgestellt ist. Egal. Brauchen wir nicht. So. Dann holen wir uns direkt mal hier einen guten Arzt. Ah, scheiße, wir haben jetzt natürlich nur Forschung und sowas, ne? Wir haben jetzt gerade echt keine guten Ärzte, ne? Das ist echt doof. Egal. So, dann werden wir, für die Diagnose. Ah, ist auch doof, ne? Weil, guck mal, wenn ich jetzt endlich für die... Der hat halt das. Oh, das ist richtig bescheiden hier gerade, die Ärzte, ne? Die haben zu viel von allen, aber die sind nirgendwo wirklich gut. Das Einzige, das hier, der hat Forschung 2. Das heißt, ich könnte eigentlich hier eine Forschungsstation bauen. Die will ich aber auch nie hier vorne hinbauen. Das ist natürlich auch wieder doof. Die hätte ich dann ins nächste Krankenhaus gebaut. Also in der nächsten Abteilung. Pass mal auf, wir machen jetzt erstmal so. Wir kopieren den Raum natürlich direkt jetzt. Wir können ihn ja gar nicht 1 zu 1 kopieren, ne? Stimmt ja, der ist ja spiegelverkehrt.
Wir können ihn hier kopieren. Dann machen wir es hier. Okay, dann machen wir das hier. Okay. Dann können wir hier. Machen wir dann den Megascanner hin, dass die Leute nicht so. Geht nicht. 4x4, ne? Okay. Wo machen wir? Sollen wir den Megascanner? Aber wir müssen halt so breit das Ding bauen. Das ist halt. Sieht nicht so doller aus, ne? Oder wir machen das breite Zimmer hier hin. Und machen dann bis hier hin noch ein breites Zimmer hin. Das können wir auch machen. Ja, dann machen wir es halt so. Okay, dann machen wir jetzt erstmal. Tür können wir hier hin machen. Schön verstecken. Alter, das ist aber auch ein Monster, ey. Meine Herren. Megascanner. Was bringen die Server eigentlich? Forschungsvermögen, okay. So. Mülleimer. Machen wir hier hin. Feuerlöscher machen wir. Hier mit hin. Hände desinfizieren. Hier hin. Große Heizung machen wir einfach hier mit hin. Kaffeemaschine darf auch nicht fehlen. Jetzt überlege ich gerade, ja, die können wir hier mit hin machen. Da ist Platz. Erstmal eine Uhr. Schaffen wir die Uhr hier noch rein? Ja. Ja, ein Stuhl wäre auch nicht schlecht für den Arzt, dass er sich manchmal hinsetzen kann. Machen wir neben Mülleimer. Genau da gehört ein Stuhl hin. Ja, sieht natürlich doof aus, aber wir machen jetzt einfach hier die Reihe voll. Ich weiß, es sieht nicht schön aus. Aber ich will das Ausstattungslevel höher haben. So. Ich würde sagen, sogar wir können das so lassen. Wir haben Feuerlöscher, Mülleimer haben wir drin. Heizung haben wir drin. Wir haben eigentlich alles drin, was wir brauchen. So. Das ist die Frage. Da würde ich sogar sagen, dass wir den Arzt hier, die Ärztin hier einstellen. Dann können wir nämlich auch gleich eine Radiologie hier mit einbauen. Die könnte man hier direkt hinneben machen. Das müsste nämlich auch ein Viererzimmer sein. Genau. Machen wir hier hin und die Tür machen wir einfach hier hin. Da hat die Ärztin das auch nie weit, ne? Da läuft die Ärztin hin und her. Komm sie hier hin. Okay, Mülleimer. Feuerlöscher. Ne, das Ding muss ja jetzt hier auch nicht spitze aussehen. Das ist eine Radiologie. Achso, wegen Mülleimer, ne? Okay, ja, den werde ich gleich. Wenn man eigentlich so einen kleinen Heizkörper, ne? Hier wäre der Heizkörper im Weg. Hier in die Mitte will ich den jetzt auch nicht unbedingt platzieren. Vielleicht reicht die Größe ja schon. So, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz hier den Mülleimer woanders hin pflanzen.
Ja, aber mir wurde doch angezeigt, dass das Ding hier hinpasst. Wieso passt das jetzt auf einmal doch nicht mehr hin? Ach, guck mal, so wird es jetzt wieder passen. Hä? Verstehe ich nicht. Okay. So, machen wir hier noch zwei Poster hin. Ich würde sagen, daraus machen wir jetzt wieder ein Fünferzimmer. So. Ich habe gar nicht auf mein Geld geachtet. Ups. Ups. Das Problem ist. Oh, Scheiße. Aha. Wir können Leute nur zur Diagnose jetzt schicken. Oh, Scheiße. Schlecht. Wir haben noch niemanden Arzt, der hier im Arztzimmer arbeiten kann. Das kommt ja auch noch dazu. Upsala, so. Aber kriegen wir irgendwie. Ja, scheiße, das kriegt man. Ja, wie sollen wir das jetzt? Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen können. Warte mal, wir haben doch hier einen Arzt gehabt, der auch ein bisschen. Müssen jetzt erstmal wieder Geld reinfahren. Ich habe halt null auf mein Geld geachtet, ne? Ja, sollen wir erstmal machen hier überall fast. Müssen wir jetzt erstmal machen, geht nicht anders. Ja, das können wir lassen. Hausmeister haben wir ja auch noch keinen da, ne? Okay, brauchen wir einen Hausmeister. Einmal ablehnen. Ach, guck mal, man kann. Ach so! Moment. Ablehnen, ablehnen. Wir lehnen jetzt mal ein. Ne, warte mal hier. Ablehnen, ablehnen. Ablehnen, ablehnen. Wir brauchen den Hausmeister jetzt erstmal. So, wir lassen das jetzt mal so laufen. Das wird überhaupt gar nichts, aber egal. Ich hoffe, die Leute kommen jetzt nicht von der Seite hier, ne? Ich muss sagen, echt viele Leute, die gerade kommen, ne? Nee, hier ist ein Arzt, ne? Nee, Termin bei der Aufnahme. Wieso kommt der von der Seite? Verarscht mich. Ah, okay. Mein Arzt geht rein und der Patient klopft erst einmal. Ist auch nicht schlecht. Ach komm, mehr kann der Patient bei mir halt wirklich nicht. Das Problem ist, der Arzt ist gerade im Arztzimmer. Da muss man. Komm, wechsel mal hier bitte das Zimmer. Sind ja zum Glück noch nicht so viele Patienten und wir kriegen das mit dem Geld schon wieder hin. Wir können ja auch Kredite aufnehmen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das könnte man ja schon mal machen. Warte mal, haben wir einen guten Arzt? Oh nee. Nee, haben wir nicht. Oh,
Boah, Alter, 6000, ey, pro Scan. Und hat jetzt wieder einen Termin mit einer Arztpraxis. Hammer, in 5 Tagen. Hammer. Jumbos neues Sortiment an Smart Glasses und Virtual Reality Kontaktlinsen ist jetzt in der Lage, euch personalisierte Werbung direkt auf eure Augen zu schicken. Scheiße. Autofahren eher ungünstig, aber was sind ein paar Unfälle? Ah, guck mal, der Arzt kommt jetzt schon wieder. Fahrt, von denen ihr nicht wusstet, ja, geil. Der Arzt läuft ganz halt hin und her. Ah, ich würde mich so verarscht fühlen. Ist doch, der ist doch schon in der Arztpraxis, Mensch. Das ist gerade der eine Arzt hier, oder die Ärztin, die Sandy, ist gerade jetzt gerade die einzige Einnahmequelle. Aber scheint zu funktionieren. Scheint zu funktionieren. Das ist nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir brauchen hier Nähe. Nee. Aber ja, es scheint zu funktionieren. Also wir werden als nächsten Step werden wir noch einen Allgemeinmediziner logischerweise einstellen. Und wir lassen das dann erstmal über die Geräte hier laufen und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Geld einspielen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen Folgen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.